In den Fürbitten darf unser Herz zum Klingen kommen, alles das ausgesprochen werden, was uns in unserem Herzen bewegt. Hier vorne an Clemens Sarg steht ein Mikrofon. Wir möchten euch und Sie einladen, wer es mag, hier nach vorne zu kommen, an das Mikrofon zu treten, um das auszusprechen an Bitte, was ihn, was sie, was euch bewegt. Herr, unser Leben ist eine Pilgerfahrt zu dir. Dein Diener Clemens ist den Weg zum Grab deines Jüngers Jakobus gepilgert. Herr, gib auch uns die Kraft, unseren Lebensweg mit offenen Augen für die Nöte und Anliegen der Menschen zu gehen. Gott, du hast deine Güte und Menschenfreundlichkeit in Clemens aufleuchten lassen. Er sprach Worte des Lebens. Einmal sagte er zu mir vor 28 Jahren, das war ein Wort des Lebens, das machen Sie. Ich sagte, das kann ich nicht. Er sagte, in der Schwachheit wird Gottes Kraft sichtbar. Seitdem gibt es hier einen Gebetskreis, der sich jede Woche trifft, zum Beten. Herr, ich bitte dich, schicke unserem Land und unserer Kirche immer wieder Propheten. Ewiger Gott, ich trauere um Clemens. Er hat mir viel bedeutet. Ich denke an das, was er uns über lange Zeit verbunden hat. Diese Zeit ist vorbei. So plötzlich vorbei. Der Tod hat uns getrennt. Er fehlt mir. Das ist bitter, schmerzlich. Dir, du barmherziger Gott, überlasse ich ihn. In deiner Hand ist er geborgen. Verbinde uns über das Grab hinaus in der Gemeinschaft deines Reiches. Clemens war mir und unserem Weihejahrgang immer ein Vorbild, auf den wir gerne schauten. Möge uns immer wieder Menschen und Mitbrüder zuteil werden, die uns aufschauen lassen zu dem Herrn, der uns ruft.
Immer wieder, wenn ich Onkel Clemens hier in Ibbenbüren besuchte, habe ich immer seine Blumen bewundert am Altar. Und ich glaube, er wäre auch ein wunderbarer Florist gewesen. Lieber Clemens, wenn wir mit unseren Sorgen und Anliegen zu dir kamen, hattest du immer ein offenes Ohr und ein tröstendes Wort für uns. Du hast uns den gütigen, verzeihenden, den liebenden Gott nahegebracht. Ihn bitten wir, gib vielen Menschen die Aufmerksamkeit des Herzens, die Bedürftigkeit anderer Menschen wahrzunehmen, so wie Clemens es immer konnte. Heute nennt man es Supervision. Vor 40 Jahren kannten wir Krankenschwestern das Wort Supervision nicht. Aber wir hatten immer eine Hilfe, sei es im OP, sei es bei Notfällen in der Ambulanz und besonders nachts, wenn wir Schwestern ganz alleine mit den sterbenden Menschen dastanden. Und heute stehen wir wieder alleine. Clemens war unser Begleiter. Ganz herzlich danke ich im Namen aller Kollegen. Danke, Clemens. Ich möchte euch und Sie gerne ermutigen, das Herz auszusprechen. Ich denke, es wäre auch im Clemens-Sinne, es darf keine Scheu sein, hier vorne ans Mikrofon zu treten, um das zu sagen, was im Herzen bewegt, worum man bitten möchte. Wir tragen auch die vielen unausgesprochenen Fürbitten vor Gott. Die Kapelle im Krankenhaus ist ein Ort des Trostes für viele Menschen, besonders für die Kranken, Sterbenden und Trauernden. Clemens hat über 25 Jahre diese Menschen begleitet und ihnen Stärkung und Hoffnung gegeben. Wir beten für den Weltpriester und Menschenfreund Clemens Niermann und für alle Verstorbenen, die uns nahe sind. Herr, gib ihm und allen, die in Christus ruhen, die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Wir aber wollen die Botschaft Jesu weitertragen, über alle Grenzen und Schwierigkeiten des Lebens hinweg, heute, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte soll für die Armenküche Minz sein. Clemens würde sagen, ich will kein Geklimper hören, nur Geraschel.